Kokerei Anna in Alsdorf, Dezember 1992, 10 Wochen nach der Stilllegung. Früher eine der größten Kokereien Westeuropas. Heute nur noch eine verlassene, trostlose Industrieanlage. Verwitterung und Flugrost haben bereits nach kurzer Zeit ihre Spuren hinterlassen. Die Öfen sind erkaltet, der Füllwagen ist außer Betrieb, die Batterie menschenleer. Die riesige Druckmaschine steht still, der Steuerstand ist verwaist. Mai 1992, knapp 5 Monate vor der Stilllegung. Kokerei Anna mit rund 400 Beschäftigten in 3 Schichten in voller Aktion. Ein Blick auf die Maschinenseite. Die Druckmaschine drückt den fertigen Koks aus den Öfen. Der Inhalt eines Ofens ist fertig gegart und wird nun ausgedrückt. Die Türen sind geöffnet, der Maschinist fährt den Druckkopf in den Ofen hinein. Auf der anderen Seite des Ofens, das ist die Koksseite, fällt der rot glühende Koks in den Löschwagen. Noch einmal der Blick auf die Maschinenseite. Ofen an Ofen, jeder 40 cm breit, 4 Meter hoch, 12 Meter tief. Auf der Koksseite fährt der Wagen mit dem glühenden Koks gerade Richtung Löschturm. Von den einstmals über 300 Öfen sind heute nur noch 132 in Betrieb, zusammengefasst in 4 Einheiten, den sogenannten Batterien. Sie produzieren täglich rund 2200 Tonnen Koks. Benötigt wird dieser hauptsächlich zur Erzverhüttung und in Gießereien. Verfolgen wir zunächst das Füllen des leergedrückten Ofens. Der Füllwagen hat unter dem Kohlenturm rund 15 Tonnen Kokskohle übernommen und fährt nun über die 5 Fülllöcher des darunterliegenden Ofens. Verkoken, das bedeutet, die Kokskohle unter Luftabschluss in gebrauchsfertigen Koks überführen. Dabei fallen Gase und andere Kohlenwertstoffe an. Übrig bleibt reiner Kohlenstoff, dessen Eigenschaften erst die Herstellung zum Beispiel von Schmiedeeisen ermöglichen. Die Nutzhöhe eines Ofens beträgt 3,70 Meter. Die restlichen 30 cm bilden den Gassammelraum. Damit die Kohle gleichmäßig verteilt und eine gerade Oberfläche geschaffen wird, fährt der Druckmaschinist mit der Planierstange rechts von der Seite her knapp unterhalb der Decke in den Ofen. Er bewegt die Planierstange so lange hin und her, bis der Füllvorgang beendet ist. Die meist nasskalte Kokskohle kühlt zunächst die beidseitig beheizten Wände sehr stark ab. Bis 100 Grad verdampft das in der Kohle enthaltene Wasser und entweicht in das Ableitungssystem, die Vorlage. Die während des Garprozesses austretenden Gase gelangen ebenfalls in die Vorlage und von dort weiter in die Nebengewinnung, wo ihnen die Kohlenwertstoffe entzogen werden. Bei 400 Grad wird die Kohle von außen nach innen weich. Dabei entsteht in der Mitte die Teernaht. Ab 480 Grad verfestigt sich die Kohle wieder. Nach 16 Stunden ist sie entgast, der Koks fertig.
Die Arbeit auf der Kokerei ist hart, bei Tag und Nacht und jeder Witterung. Heiß ist es oder kalt und trotz aller Schutzmaßnahmen auch nicht ganz ungefährlich. Der Ofen ist gefüllt, die Tüllen werden nach oben gezogen, die Deckel wieder aufgesetzt. Der Fahrer wechselt den Führerstand. Er fährt den Füllwagen zum Kohlenturm, um wiederum 15 Tonnen für den nächsten leergedrückten Ofen aufzunehmen. Nun tritt der Einfeger in Aktion. Mit einem Reisigbesen fegt er die lose Kokskohle, die beim Einfüllen daneben gefallen ist, in das Füllloch. Die altertümlich anmutenden Reisigbesen haben sich bei den hohen Temperaturen als dauerhafter und besser erwiesen als moderne Kunststoffbesen. Die Lehmbrühe, die der Einfeger hier vergießt, schließt den Deckel des Fülllochs luftdicht ab. Die ersten Versuche, Koks aus Steinkohlen herzustellen, gehen bis ins 16. Jahrhundert zurück. Vorher benötigte man für die Gewinnung von einer Tonne Eisen rund 30 Tonnen Holz. Die Küllerei hatte den Kahlschlag ganzer Wälder zur Folge. Im späten 18. Jahrhundert war die Verkokungstechnik so ausgereift, dass 1796 in Deutschland der erste Hochofen mit Koks in Betrieb genommen werden konnte. In Alsdorf standen die ersten Öfen im Jahre 1862. Der EBV übernahm ein Jahr später Grube Anna und baute die Kokerei 1902 bis 1906 erstmals aus. Ab 1927 dann zur Großkokerei. Unter den Öfen, also im Untergeschoss der Batterie, liegt das Beheizungssystem. Zwischen den Öfen befinden sich die Heizkammern, die beidseitig Hitze zuführen. Jede Heizkammer hat 28 Düsen, von denen zurzeit 14 brennen. Alle 30 Minuten stellt sich die Anlage automatisch um. Dann treten die anderen 14 Düsen in Aktion. So ist die gleichmäßige Befeuerung der Öfen gewährleistet. Der Beheizungsmaschinist überwacht den halbstündlichen automatischen Wechsel. Bei Störungen kann er eingreifen und notfalls die Anlage per Hand fahren. Der Beheizungswechsel erfolgt über Zahnräder und Gestänge. Das Gas, das in den Heizkammern verbrennt, stammt ausschließlich aus der eigenen Nebengewinnung der Kokerei. Das Gas strömt wieder. Die 14 bislang abgestellten Düsen beginnen zu brennen. Der Wechsel ist beendet. Von der Ofendecke aus schauen wir in eine Heizkammer. Die Durchtritte mit Schaulöchern ermöglichen die Sicht bis auf die Heizungssohle. Dreimal pro Tag überprüfen die Steiger die Temperatur mithilfe eines Messgerätes. Der Beheizungsmaschinist kann nach den ermittelten Werten die Befeuerung einrichten. 4, 4, 3, 3, 4. Und die 4. Wieder im Untergeschoss der Batterie, also im Beheizungssystem.
Die Aufgaben des Maschinisten sind vielfältig. Unter anderem überprüft er einmal wöchentlich die Gasmangelsicherung. Sinkt der Gasdruck in den Leitungen ab, besteht die Gefahr, dass sich ein Vakuum bildet. Mögliche Folge: die Zufuhr reißt ab. Bevor es jedoch so weit kommt, muss die Gasmangelsicherung selbsttätig den Gasstrom unterbrechen. Eingeleiteter Dampf spült die Leitungen so frei, dass sich kein explosionsfähiges Gasgemisch bilden kann. Der Steiger hat inzwischen die Temperaturen der mittleren Düsen gemessen und den Durchschnittswert durchgegeben. Der Beheizungsmaschinist trägt ihn zur Kontrolle auf der großen Tafel ein. Eine Welt für sich, in der sich der Maschinist bewegt. Heiß, dunkel, stets zu kontrollieren. Nicht nur im Beheizungsbereich halten messende und schreibende Instrumente ununterbrochen alle Funktionen im gesamten Produktionsablauf fest. Früher, zur Hochzeit der Kokerei Anna, ging es etwas einfacher und vielleicht auch übersichtlicher vonstatten. Im Saugerhaus steht noch die alte Kontrolltafel, auf der der verantwortliche Steiger alle Zwischenstände anhand dieser praktischen Schaugläser ablesen konnte. War es nun die Verkokung selbst oder etwa die sogenannte Nebengewinnung, ein entscheidender Produktionszweig. Wir befinden uns nun im Saugerhaus auf der Kokerei Anna, und zwar genau vor der alten Kontrolltafel aus dem Jahre 1928. Sie war im Betrieb bis etwa Mitte der 1970er Jahre. Kokerei, das ist für die meisten von uns Koksbatterie, rotglühender Koks, der ausgedrückt wird, und die wenigsten nur wissen, dass dazu eine ganze Menge mehr gehört als nur die Koksbatterie, nämlich auch die sogenannte Nebengewinnung. Wir sprechen darüber mit Heinrich Staschewski. Er ist Fahrsteiger auf der Kokerei Anna und verantwortlich für die Produktion. Herr Staschewski, wie geht eigentlich diese Nebengewinnung vonstatten? Was passiert auf dem Weg von Batterie zur Nebengewinnung? Aus den Öfen entweichen Rohgase, die eine Temperatur von 800 Grad haben. Diese Rohgase werden durch einen Gassauger zur Nebengewinnung abgesaugt. Die Rohgase, die eine Temperatur von 800 Grad haben, müssen vorher heruntergekühlt werden, und das geschieht durch ein ammoniakhaltiges Wasser. Hierbei erfolgt die Kühlung bis auf 100 Grad. Das anfallende Kondensat wird über die Vorlage, die sich mit einem Neigungswinkel befindet, abgeführt zur Nebengewinnungsanlage, wo sich der Teerscheider befindet, der das ammoniakhaltige Wasser vom Teer abscheidet. Das Gas hat nun also eine Temperatur von 100 Grad, verliert auf dem weiteren Weg nochmals 20 Grad, und zwar auf dem Weg zur Vorkühlung. Sind diese 80 Grad dann eigentlich die Betriebstemperatur, mit der weitergearbeitet wird? Nein, an der Vorkühlung hat das Gas 80 Grad, wie Sie erwähnten, muss jetzt durch die Vorkühlung, wo es indirekt mit Wasser gekühlt wird, bis auf 25 Grad Ausgangstemperatur. Diese 25 Grad Gastemperatur brauchen wir für den weiteren Verfahrensgang durch die Nebengewinnung. Ein wirklich ungewohnter Anblick hier. Aus der schwarzen Kohle sind weiße Kristalle geworden. Was ist das hier eigentlich? Das ist schwefelsaures Ammoniak, auch genannt Ammonsulfat, welches wir in einem halbdirekten Verfahren durch einen Sättiger leiten. Der Sättiger ist mit einer 3%igen Schwefelsäure gefüllt. Das Gas wird durch diese Schwefelsäure geleitet, und hier wird nach der chemischen Gleichung Na3 plus H2SO4 Ammonsulfat in Kristallform gewonnen. Wofür wird eigentlich Ammonsulfat gebraucht? Ammonsulfat mit 21% Stickstoff wird für die Landwirtschaft gebraucht. In der Nebengewinnung fallen pro Tag über 70 Tonnen Teer an, rund 33 Tonnen Ammonsulfat. Fehlen noch zwei Produkte aus der Nebengewinnung, und zwar Benzol und Schwefel. Wie werden diese gewonnen?
Das im Gas enthaltene Benzol wird im Niederdruckverfahren über Wascher im Gegenstrom mit Benzol-Waschöl gebracht. Und dieses Benzol-Waschöl holt im Gegenstrom Benzol aus dem Gas. Und der Schwefel wird praktisch über Raseneisenerz gewonnen. Ist das richtig? Der Schwefel, der sich zu 6 Gramm in unserem Gas pro Kubikmeter befindet, wird über Raseneisenerztürme geleitet. An dem Eisen des Raseneisenerzes bindet sich der Schwefel und wir bekommen das gereinigte Gas mit einem Wert von 0,5 Gramm je Kubikmeter als Endprodukt für den Verbraucher heraus. Jetzt haben wir zwar schon einige Zahlen genannt, Herr Staschewski, aber bislang wissen wir noch nicht, wie groß ist überhaupt der Anfall an Gas? Wir haben durchschnittlich einen Anfall von 40.000 Kubikmeter Gas pro Stunde. Hochgerechnet mal 24 Stunden ergibt dann unseren Tagesanteil an Gas. Von diesem Gas wird ein Teil für die Unterfeuerung der Kokerei benutzt. Ein anderer Teil, und zwar der etwas größere, ich glaube es sind knapp 55%, wird verkauft und zur Stromerzeugung verwendet. Das ist richtig. Wir haben durchschnittlich 45% unseres erzeugten Gases für die Unterfeuerung nötig. Sie stehen seit 50 Jahren im Berufsleben, Herr Staschewski. Davon seit 43 Jahren auf Kokereien und seit 29 Jahren hier auf der Kokerei Anna. Am 30.09. ist Schluss hier. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich noch nicht alt, nur etwas älter geworden. Ich hoffe, dass meine Gesundheit es noch lange mitmacht, dass ich auch noch etwas von meinem Ruheleben habe. Zurück zur Arbeit an der Batterie. Die 132 durchnummerierten Öfen sind hintereinander in 4 Batterien zusammengefasst, römisch 5 bis 8, alle gebaut zwischen 1954 und 1957. 2 Batterien bilden eine Einheit und verfügen über jeweils einen Füllwagen, eine Druckmaschine, einen Führungswagen und einen Löschwagen mit Lokomotive. Dazu kommen noch je ein Lösch- und ein Kohlenturm. Eine der beiden Druckmaschinen steht gerade vor Batterie 7 und fährt nun gleich vor Batterie 8. Dort haben wir vorhin das Füllen eines Ofens verfolgt. Ein Blick von der Druckmaschine aus auf die Türen der Öfen. Sie werden nach einer bestimmten Reihenfolge leergedrückt und wieder gefüllt. Auf der Kokerei Anna ist der sogenannte Fünferfahrplan üblich. Zwischen den gedrückten Öfen bleiben jeweils 4 volle Öfen stehen. Aufeinanderfolgende Öfen darf man nicht drücken, weil sonst die Zwischenwände zu stark belastet werden. Der Druckmaschinist öffnet die Ofentür und hebt sie dann von der Kammer weg. Der Druckmaschinist wartet auf die optischen und akustischen Zeichen von Ofendecke und Koksseite. Erst wenn alle beteiligten Maschinen positioniert sind, kann er mit dem Ausdrücken beginnen.
Der Druckkopf fährt mit doppelter Geschwindigkeit zurück, um eine unnötige Erhitzung und die damit verbundene Belastung des Materials zu vermeiden. Der Druckmaschinist hebt die Tür wieder vor den Ofen und verschließt sie. Oben auf der Ofendecke rollt bereits der Füllwagen mit 15 Tonnen Kokskohle heran. Der Fahrer wartet auf die Zeichen, damit er mit dem Füllen beginnen kann. Der Druckmaschinist versetzt seine Maschine, denn nun muss er während des Füllvorgangs die Planierstange bedienen. Sie ist rechts an der Druckmaschine angebracht. Mit der Planierstange wird die eingefüllte Kohle gleichmäßig verteilt und gleichzeitig die Oberfläche begradigt. Nur so kann sich das ausgetretene Gas ungehindert sammeln und in die Vorlage strömen. Der Ofen ist gefüllt, die Planierstange wird zurückgefahren, die kleine Luke verschlossen. Fünf Öfen weiter verfolgen wir noch einmal, wie ein Ofen ausgedrückt wird. Nun aber aus anderer Perspektive, nämlich vom Fuß der Batterie aus. Der Anhänger kratzt den festgeklebten Teer vom unteren Türrand ab. Nur dann kann die Tür beim erneuten Verschließen luftdicht andrücken. Die Druckmaschinisten der Batterien 7 und 8 leeren pro 24 Stunden rund 100 Öfen, also alle 15 Minuten einen. Öffnen, drücken, schließen, planieren, erneut positionieren. Sie müssen den riesigen Druckkopf mittig einfahren, damit er nicht die feuerfeste Ausmauerung beschädigt.
Schlabberkoks, so nennt man diejenigen Stücke, die unten an der Ofensohle liegen bleiben. Der Anhänger kratzt sie heraus und löscht sie ab. Nach dem Planieren geht es wieder 5 Öfen weiter. Andere Seite des Ofens. Die Tür ist geöffnet, Führungswagen und Löschwagen stehen bereit. Der Druckkopf schiebt von der Maschinenseite her die rund 11 Tonnen Koks heraus. Der leere Ofen. Damit es beim Ausdrücken keine Schwierigkeiten gibt, ist er an der Koksseite 8 cm breiter als an der Maschinenseite. Oben an der Decke ist jetzt deutlich die Unterseite der Fülllöcher zu erkennen. Der Wagen fährt zum Löschturm. Der rotglühende Koks hat noch eine Temperatur von rund 1100 Grad. Um hohe Abbrandverluste durch Luftberührung zu vermeiden, muss das Ablöschen rasch geschehen. Die Löschzeit beträgt etwas mehr als 1,5 Minuten. Circa 20 Kubikmeter Wasser kühlen den Koks auf 80 bis 100 Grad ab. Pro Wagenladung verdampfen dabei 4 bis 5 Kubikmeter. Diese Dampfpilze über der Kokerei Anna galten bis September 1992 als eines der Wahrzeichen von Alsdorf. Der Löschwagenfahrer öffnet die seitlichen Entladeklappen. Der Koks fällt auf die Schrägrampe. Hier kühlt er weiter aus. Da auf der Kokerei Anna keine großen Lagerkapazitäten vorhanden sind, muss der fertige Koks ständig abgezogen, gesiebt und verladen werden. Kokerei, Verladung und Bahnbetrieb hängen also unmittelbar voneinander ab. Nach rund 15 Minuten drücken die Maschinisten den nächsten Ofen aus. Die Tätigkeiten hier auf der Koksseite ähneln denen auf der Maschinenseite. Positionieren, Türe öffnen und reinigen, Signale geben.
In der Mitte des Kokses die helle, senkrechte Teernaht. Auch auf der Koksseite fällt Schlabberkoks an. In 24 Stunden steigen von den beiden Löschtürmen rund 200 Dampfpilze auf, bei Tag und Nacht, Sonn- und Feiertag. Kokereien kennen keine Unterbrechung, die Öfen sind durchgehend in Betrieb. Das pittoreske Bild der Kokerei Anna bei Nacht gibt es nicht mehr, nur noch im Film. Andere Anlagen, größer, moderner, sauberer, haben die Versorgung der Eisenindustrie mit Koks übernommen. Für Alsdorf und seine Menschen gilt nur noch die Erinnerung an den ältesten Steinkohlenbergbau auf dem Kontinent und an eine der größten Kokereien Westeuropas.